du, die Caro hat mich gebeten, ob du ja nicht vielleicht ein Prospekt vom Hotel Dubai Towers mitbringen könntest. Was? Ja, sie und der Hadi möchten im Sommer ein paar Tage Urlaub machen. Vielleicht wäre das ja was für sie. Muss das sein? Du bist ja eh da. Was ist denn das Problem? Na, passt schon. Also, Papa. Papa! Ich stehe 2 Minuten vor der Tür und was glaubst du, wer kommt raus? Keine Ahnung. Rate mal, kommst du nie raus? Ich will nicht raten. Seine Frau. Heimlich. Oh. Da schaust du was? Ja, das schaue ich allerdings. Die spielen nicht im Auge, ne? Schon. Jetzt geht dir bald das Ohr schon. Es kommt noch besser. Rate mal, wen er im Kaffeehaus getroffen hat. A, den Osterhasen oder... Sag, kannst du es mir nicht einfach sagen? Bertram, das nervt wahnsinnig. Immer dieses, weißt du, was dann passiert ist? Weißt du, wen er dann getroffen hat? Ich meine, sag's einfach. Bin ich bei der Millionenshow? Brauch ich einen Telefonjoker? Nein! Jetzt stellst du die ganze Zeit die Fragen. Wenn du nicht dauernd reden würdest, hätte ich es dir schon längst gesagt. Sag's einfach. Nein, das mag ich nicht mehr. Sag mal, spinnst du? Das gibt es nicht. Du bist wirklich ein besonderer Trottel. Na wunderbar. Ich reiß mir den Arsch auf und werde von dir beleidigt. Ich beleidige dich nur, weil du nervst. Okay, gut, okay. Kommen wir aber beide runter, okay? Beide. Ich muss nicht runterkommen. Ich bin unten. Ich bin völlig entspannt. Tut mir leid, ich kann so nicht. Das gibt's doch nicht. Okay.
Friede. Ja? Es tut mir leid. Den Schnitzler! Er hat den Schnitzler getroffen. Den Schnitzler? Den Politiker? Nun na, den Dichter. Natürlich den Politiker, wen sonst? Trottel. Aha. Was bedeutet das für uns? Und das bedeutet, dass der Schnitzler nicht mit offenen Karten spielt, dein Ex-Schwager auch nicht. Danke, ich finde schon. Ist schon gut, ihr Mann. Servus, Schwager. Sag mal, bist du deppert? Kannst du nicht einfach da so hereinschneiden? Angriff ist die beste Verteidigung. Kann ja niemand davon ausgehen, dass wir hier völlig offen illegale Geschäfte abziehen. Das mache ich hier den ganzen Tag, aber für die Firma, das ist ein Unterschied, ja? Hier habe ich einen Plan von der Autobahntrasse. Mit allen neuralgischen Punkten. Also Abfahrten, Raststätten, Parkplätze und so weiter. Da, da und da. Alles, was eingekreist ist. Da ganz in die Nähe die Mutter von der Caro ihren Hof. Ja, umso besser für dich. Nein, die lässt du raus. Ist das klar? Klar, wenn du drauf bestehst. Du, aber wenn wir all die Grundstücke haben, dann kommen sie an uns quasi nicht mehr vorbei. Mir geht das Ganze zu schnell. Vielleicht denkt man noch mal drüber nach. Wer zu viel nachdenkt, kriegt nur Kopfweh. Wer sagt das? Einstein? Marilyn Monroe. Du, der Plan ist deppensicher. Wir kaufen doch unsere Strohleute das Agrarland. Und dann verpachten wir es an die Bauern, von denen wir es gekauft haben. Denen machen wir ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Da oben hat eh keiner eine Kohle. Und das ist legal? Ich habe immer gedacht, Normalsterbliche dürfen kein Agrarland kaufen. Wenn sie es einem Landwirt verpachten, eben schon. Ist das geil? Also pass auf, ich habe mit dem Bertrand geredet und der hat mit dem Schnitzler geredet. Dem Politiker, nicht dem Dichter. Ja? Und der Schnitzler sagt, dass an der ganzen Sache überhaupt nichts dran ist. Kennst du den eigentlich? Was? Nein. Also ich habe ihn einmal getroffen beim Bertrand auf der Gartenparty. Wieso? Nur so. Woher hast du die Pläne? Das kann ich dir nicht sagen. Lass mal auf die Ruhe. Ich hab dich nie gemocht, aber wir waren immer Freunde. Ja, ich halte dich auch für einen Arsch, aber für einen Besonderen. Na schön, noch was, was wir gemeinsam haben. Ich habe keine Lust, einen Haufen Geld auszugeben für ein Projekt, wo nichts draus wird. Also entweder sagst du mir jetzt die Wahrheit oder ich bin draußen aus der Geschichte. Seine Sekretärin. Was? Ich schnacksel seine Sekretärin. Vom Schnitzler? Ja. Den Politiker, nicht den Dichter. Ja. Und warum triffst du ihn heute Morgen im Café aus? Sekundent geht aber auch nichts, oder?